Am Donnerstagnachmittag haben die stellvertretende Bürgermeister Ursula Bernhard und Hermann Schröer den traditionellen Weihnachtsmarkt eröffnet. Dieser kann noch bis zum 30. Dezember besucht werden. Die große Eisbahn hingegen ist sogar bis zum Sonntag, den 3. Januar, täglich frei für Schlittschuhbegeisterte. Bereits kurz nach der Eröffnung zogen dort Dutzende Kinder ihre Kreise. Für die musikalische Note sorgte der Posaunenchor der evangelischen Kirche, der auf einem Teppich in der Mitte der Eisbahn stand. Die Bläser unter der Leitung von Kreiskantor Jürgen Löbbecke sorgten mit bekannten Melodien für vorweihnachtliche Stimmung.